Ja, willkommen zum neuen Lernvideo zur Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und zur hydrophoben Interaktionschromatographie. Am besten ist, Sie drucken sich dieses Arbeitsblatt aus. Sie finden das unter www.laborberufe.de und dann im Ordner C3BL. Halten Sie auch Papier und Stift bereit, weil wir bestimmt einige Ergänzungen vornehmen. Es ist jetzt einfach so gedacht, dass Sie das immer abschnittsweise lesen, bis zur nächsten Aufgabe meistens. Und wir die dann eben gemeinsam so durchbesprechen. Sie drücken dann einfach auf Pause und beantworten die Frage erstmal alleine und dann geben wir hier gemeinsam die Antwort. Lesen Sie sich also bitte diesen Anfang erstmal durch bis zur ersten eingebetteten Frage und versuchen Sie die dann erstmal alleine zu lösen. Drücken Sie also jetzt auf Pause und beginnen Sie zu lesen bitte. Also prinzipiell werden eben zwei Verfahren unterschieden. Und zwar die Hochdruckflüssigkeitschromatographie als eines. Die hat ihren Schwerpunkt, muss man sagen, in der Analytik. Da finden Sie sehr komplexe Chromatogramme mit sehr, sehr vielen Stoffen, die man eben gleichzeitig auftrennen und analysieren kann. Damit verwandt ist die hydrophobe Interaktionschromatographie. Die findet eher in der Biochemie Verwendung und hat eher präparativen Charakter. Da geht es zum Beispiel häufig darum, dass man ein Proteingemisch hat und man hat innerhalb dieses Gemisches ein Protein, das man abtrennen will von allen anderen restlichen Proteinen. Und man kann die hydrophobe Interaktionschromatographie also so einstellen und so gestalten, dass das eine Protein vom Rest isoliert wird. Da geht es also nicht darum, dass man auch diesen Rest schön auftrennt, sondern es geht wirklich nur darum, die eine Fraktion zu erhalten, die man eben haben will. Der Aufbau beider Apparaturen ist relativ ähnlich. Also hier ist ein solches Beispiel angegeben. Nicht alle Bestandteile müssen unbedingt vorhanden sein. Also los geht's hier erstens mit dem Lösungsmittelbehälter, also oder Solvent Reservoir. Das ist also hier die Nummer 1, die man eintragen kann. In der Regel macht man die chromatographische Verfahren immer mit Lösungsmittelgemischen, niemals mit reinen Lösungsmitteln. Ethanol oder Aceton oder Essigsäure, Ethylester als Reinstoff wäre nicht geeignet, weil man meistens eine ziemlich feine eingestellte Polarität haben will. Und wenn man nur ein reines Lösungsmittel nehmen würde, dann könnte man damit gar nicht spielen sozusagen. Dann wäre man festgelegt, zum Beispiel auf die Polarität, die der Ester von Natur aus hat. Aber dadurch, dass man das mischt, kann man die für seinen Trennfall oder für das, was man gerade analysieren, gerade wunderbar eben mischen, indem man einfach die Komponenten so miteinander mischt, dass halt eben die passende Polarität vorhanden ist. So, auf jeden Fall ein Solvent-Reservoir, zu Deutsch Lösungsmittelbehälter. Dann geht es weiter in einen Degasser. Es ist nämlich jetzt ja so, dass die unter hohen Druck gesetzt werden, die Lösungsmittel. Und wenn man die vorher nicht entgasen würde, dann würde beim unter Druck setzen da Gasbläschen entstehen. Und um das zu vermeiden, müssen die erstmal entgast werden. Schon hier im Gefäß ist ja Luft drüber normalerweise und die Luftbestandteile, also Stickstoff und Sauerstoff, haben sich bis zu einem gewissen Grad hier in den Lösungsmitteln gelöst. Auch ein bisschen Edelgase sind dabei. Und hier in dem Degasser werden die also rausgeholt. Also zweitens ist die Entgasungseinheit, der Degasser, zu Deutsch Entgasungseinheit. Dann kommt drittens soll hier das Mischventil darstellen. Sie sehen ja, da gehen zwei Schläuche rein, aber nur noch eins kommt raus. Das heißt, irgendwie werden hier die Komponenten gemischt. Es gibt jetzt Verfahren, die arbeiten mit einem konstanten Mischungsverhältnis und andere Verfahren, wo sich während des chromatographischen Laufs die Zusammensetzung der mobilen Phase ändert. Also drittens aber ist auf jeden Fall eben dieses Mischventil. Drittens, Gradient Valve oder Mischventil. Und viertens ist jetzt hier nochmal gesondert dargestellt, ob das in jedem Fall so gebaut ist, sei mal dahingestellt. Aber es soll einfach die Mischkammer sein, da wo eben die gemischte Flüssigkeit hingelangt und dann eben dann auch weiter transportiert wird zur Pumpe. Also viertens können Sie einfach Mischkammer nennen. Mixing Vessel for the delivery of the mobile phase, also Mischkammer. Für die mobile Phase.
Dann geht es weiter in den zentralen Bauteil, nämlich die High Pressure Pump, zu Deutsch die Hochdruckpumpe. Da werden wir uns nachher nochmal gesondert drüber unterhalten. So, dann geht es weiter hier. Jetzt haben wir hier die mobile Phase unter Druck gesetzt, ab fünftens. Und hier wird jetzt eben die Probe injiziert. Das ist eben bei sechstens der Fall. Switching Valve kann man das nennen oder Dosierventil wird es auch zu Deutsch häufig genannt. Das ist zu finden hier an der Stelle. Oder Sample Injection Loop, genau hier, sechstens. Also Probeschleife kann man es auch nennen, weil wir werden nachher auch die genaue Funktion kennenlernen. Da wird also die Probe injiziert. Und hier ist diese Probeschleife dargestellt bei siebtens, also hier ist siebtens Sample Injection Loop. Und sechstens ist da wo man eben die Probe einspritzt. Moment, hier ist Switching Valve, hier sechstens. Also zu Deutsch können Sie das nennen hier Probeeinspritzstelle oder wir nennen es einfach mal Probeinjektion. Injektionsstelle für Probe. Und siebtens ist die sogenannte Probeschleife. Da gelangt die Probe als erstes hin, die hier injiziert wird. So, jetzt kommt ein Bauteil, das ist an Schulen sehr, sehr wichtig. Manchmal findet man das aber auch nicht, gerade in den Betrieben, und zwar die sogenannte Vorsäule. Deren Aufgabe ist es einfach, Verschmutzungen abzuhalten von der Hauptsäule, die bei neuntens dargestellt ist, also die Trennsäule. Und eben da davor geschaltet, die sehen Sie auch relativ klein. Wenn man die nicht hätte, dann könnte es unter ungünstigen Bedingungen passieren, dass irgendwelche Stoffe, die in der Probe drin waren, hartnäckig hier sich auf die stationäre Phase absetzen und man die sozusagen dann nicht mehr retten kann und die stationäre Phase sozusagen dann damit zerstört wäre. Und die Vorsäule soll das ja eben aufhalten. Also achtens, Pre-Column, zu Deutsch Vorsäule. Zum Schutz der Hauptsäule, also der Trennsäule, hier Analytical Column genannt, neuntens Trennsäule, wird es zu Deutsch meistens genannt. So, dann kommt eben zehntens der Detektor, da gibt es viele verschiedene. Und hier haben wir jetzt eine interessante Sache, nämlich hier zwölftens ist dargestellt, in diesem Fall so etwas als Lösungsmittelabfall. Aber natürlich, wenn es um die präparative HPLC geht, gibt es auch, oder eben vor allem bei der hydrophoben Interaktionschromatographie, dann könnte das hier auch der Fraktionensammler sein. Dann geht es hier darum, eben das aufzuheben, weil man das eben nachher braucht, ja, das gewonnene Protein. Also zwölftens ist entweder Lösungsmittelabfall oder Fraktionensammler. Waste of Fraction Collector steht auch da. Also es kann beides sein. Ne? Lösungsmittelabfall. Wenn es nur um die Analyse geht sozusagen. Oder eben in der bei präparativen Verfahren eben der Fraktionensammler. So und elftens ist halt das, was man immer Datenauswerteeinheit nennt. So, jetzt gibt es zwei wichtige Prinzipien, die man unterscheiden muss: die Normalphasenchromatographie und die Umkehrphasenchromatographie. Lesen Sie sich doch bitte den nächsten Abschnitt 2 durch. Und zwar erstmal die Normalphasen-HPLC, also bis hier 2.1, bis zu diesem Merksatz. Drücken Sie also jetzt bitte auf Pause und gerade in Ruhe lesen. Damit wir jetzt verstehen, wie die Trennung der Analyte zustande kommt, müssen wir uns erstmal um die stationäre Phase kümmern. Und da gibt es jetzt zwei Fälle zu unterscheiden. Es gibt einmal die Normalphasenchromatographie und es gibt die Umkehrphasenchromatographie. Im Text steht auch hier Normalphasen-HPLC, aber exakt das gleiche gilt auch für die DC, also für die Dünnschichtchromatographie. Auch dort gibt es die Normalphasen-Dünnschichtchromatographie und die Umkehrphasen-Dünnschichtchromatographie. Bei der HPLC ist es so, dass die Umkehrphasenchromatographie heutzutage überwiegt.
Trotzdem sollten wir uns ganz kurz noch mit der Normalphasenchromatographie beschäftigen. Also schreiben Sie das ruhig mit auf einem anderen Blatt. Also erstmal geht es darum, wie die stationäre Phase gebaut ist. Und zwar ist es in aller Regel ist es Kieselgel als Material der stationären Phase. Wie dieses Material aufgebaut ist, ist relativ leicht zu beschreiben. Es gibt die Orthokieselsäure, das ist eine vierprotonige schwache Säure. Die hat folgende Strukturformel. Und diese Orthokieselsäure, die neigt ganz stark zur Polymerisation. Also das können Sie praktisch nicht verhindern, dass die Moleküle untereinander sich verbinden. Und zwar gibt es dann hier eben eine Kondensationsreaktion. Da spaltet sich jeweils Wassermoleküle ab. Und hier, wenn man das mit zwei Molekülen malt, dann würde eben eine solche Siloxangruppe entstehen, wie sie auch im Text auf dem Arbeitsblatt angesprochen ist. So, ich verknüpfe das Ganze erstmal zur Dikieselsäure. Und Sie können sich aber vorstellen, dass in alle drei Raumrichtungen solche Vernetzungen zustande kommen können. Und insgesamt entsteht so ein dreidimensionales Netzwerk, weil es sind ja vier OH-Gruppen vorhanden und da können die Vernetzungen halt eben in alle möglichen Raumrichtungen ablaufen. Wenn es ganz exakt hochregelmäßig kristallisieren würde und hochregelmäßig auch solche Kondensationsreaktionen eingehen würde, die Moleküle, dann würden wir schlussendlich zu dem Quarzkristall kommen. Das liegt beim Kieselgel aber nicht vor. Beim Kieselgel ist, es gibt zahlreiche Fehlstellen und insgesamt kann man sagen, wenn man so einen kleinen Ausschnitt sich anschaut aus diesem Material Kieselgel, dann ist er hier so ein bisschen dargestellt. Also Sie sehen, in alle Raumrichtungen eben sind solche Kondensationsreaktionen eingegangen worden. Und es gibt allerdings auch noch hin und wieder hier OH-Gruppen, also die Silanol-Gruppen, in dem Feststoff eingebettet und es ist alles andere als kristallin. Und dieses Material sieht man, das hat also relativ viele polare Gruppen, also einmal die OH-Gruppen sind polar, aber auch die Siloxan-Gruppen sind bis zu einem gewissen Grad polar. Und deswegen ist bei der Normalphasenchromatographie es auch so, dass wir eine polare stationäre Phase benutzen, eben mit diesem Kieselgel. Und die mobile Phase, dieses Lösungsmittelgemisch, ist im Vergleich dazu relativ unpolar. Sie können sich also aufschreiben, wir haben eben bei dieser Normalphasenchromatographie eine polare stationäre Phase und eine im Vergleich dazu unpolare mobile Phase. Das heißt aber nicht, dass da einzelne Komponenten hier auch durchaus polar sein können. Zum Beispiel finden sich ganz kleine Wasseranteile häufig in dieser mobilen Phase, aber insgesamt betrachtet wird die dann doch eher unpolar bleiben. Sie müssen sich den Trennvorgang jetzt so vorstellen, dass die Analyte eben an dieser stationären Phase haften, die, wie wir gesehen haben, eben polar gebaut ist. Und die bindenden Kräfte zwischen den Analytmolekülen und der stationären Phase, das sind eben hauptsächlich Wasserstoffbrückenbindungen und auch ein bisschen andere polare Bindungen. Und die mobile Phase, die hat jetzt ja die Aufgabe, diese Analyte eben weiter zu transportieren. Sie muss dafür natürlich hier diese Bindungen aufbrechen, um das Molekül weiter transportieren zu können. Und deswegen unterscheiden sich jetzt eben die Lösungsmittel in ihrer Eigenschaft, wie stark sie diese polaren Bindungen aufbrechen können und wie stark sie eluierend wirken auf die Analyte. Also wie stark sie in der Lage sind, eben diesen Stoff von der stationären Phase zu lösen. Und da das eben polare Bindungen sind, die aufgebrochen werden müssen, sind polare Stoffe auch viel stärker dazu in der Lage, diese Bindungen aufzubrechen und selber dann eben dafür zu sorgen, dass die Moleküle weiter transportiert werden. Unpolare Stoffe, die können das gar nicht. Da die Wechselwirkung hier ist ja, sind ja polare Kräfte und damit die überhaupt gebrochen werden können, braucht man schon eine gewisse Polarität der mobilen Phase. Und die
Man kann jetzt also alle Lösungsmittel eben anordnen nach ihrer Elutionskraft. Das ist die sogenannte eluotrope Reihe. Die finden Sie in einem Tabellenbuch, zum Beispiel auch in Ihrem. Wenn nicht, dann gucken Sie einfach mal bei Wikipedia. Ich habe jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus dieser eluotropen Reihe genommen. Also die eluotrope Reihe, die ordnet die Lösungsmittel nach ihrer Elutionskraft in der Normalphasenchromatographie. Und man kann also die Lösungsmittel ebenso hierarchisch angeben. Die am wenigsten stark eluierenden Stoffe, die finden Sie hier oben. Das sind die Kohlenwasserstoffe. Die sind nicht in der Lage, diese polaren Bindungen aufzubrechen. Wenn man weiter voranschreitet, nimmt die Elutionskraft immer weiter zu, nach unten gehend. Hier kommen dann nach den Kohlenwasserstoffen kommen die ersten sauerstoffhaltigen Moleküle, zwei Butanonen, Acetonen, also die Ketone. Dann geht es hier schon weiter mit den Alkoholen, Isopropanol oder 2-Propanol auch genannt. Dann Ethanol, Methanol und so ziemlich am stärksten Ende der Elutionsreihe, der Eluotropenreihe, findet man eben Wasser als stark polarer Stoff, der sehr stark eluierend wirkt auf diese Analytmoleküle. Einen letzten Stoff, der wird häufig nicht angegeben in der Eluotropenreihe, der ist aber sehr wichtig. Es gibt noch etwas, was noch stärker eluierend wirkt als reines Wasser. Und zwar sind es die Medien, die noch Ionen enthalten, also irgendwelche Salzlösungen oder Puffer. Die werden nämlich nachher auch wichtig sein bei der hydrophoben Interaktionschromatographie. Also wie gesagt, die eluotrope Reihe, die ordnet eben diese Lösungsmittel nach steigender Elutionskraft. Also in diese Richtung nimmt die Elutionskraft zu. Wenn Sie wollen, dass die Analyte früher eluieren und früher am Detektor erscheinen, dann müssen Sie halt eben den Anteil dieser Komponenten hier deutlich erhöhen. Oder mit anderen Worten, den Anteil der unpolaren Komponente herabsetzen und zugunsten von denen hier verteilen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie übertreiben und Sie geben zu viel von diesen stark eluierenden Lösungsmitteln in die mobile Phase, dann findet vielleicht die Trennung nicht statt. Dann erscheinen zwar die Stoffe alle am Detektor, aber diese individuellen Unterschiede zwischen den einzelnen Analyten, die kommen gar nicht richtig zur Geltung, weil die alle sofort mitgetragen werden, miteluiert werden, schnell am Detektor erscheinen und dort einen riesigen Peak ergeben, ohne überhaupt aufgetrennt worden zu sein. Die Kunst besteht eben darin, gerade die Elutionskraft dieses Gemisches so anzupassen, dass die einzelnen Analyte noch unterschiedlich stark wechselwirken mit der stationären Phase und eben eine solche Trennung zustande kommt. Und wenn man eben denen zu wenig Zeit lässt, den Analytmolekülen, dann gehen diese individuellen Unterschiede zwischen den Probebestandteilen, die gehen halt dann alle komplett verloren und letzten Endes erscheint am Ende nur ein riesiger Peak. Das wollen wir ja auch vermeiden. Lesen Sie sich doch bitte als nächstes den Abschnitt zur Umkehrphasenchromatographie durch und schauen Sie sich genau die Abbildung an und versuchen Sie hier auch eine sinngemäße deutsche Übersetzung zu finden für die angegebene Aufgabe hier. Ich habe extra Platz gelassen zwischen den Zeilen, dass Sie da was hinschreiben können. Also jetzt auf Pause drücken und selber lesen und beantworten die Frage. Bei der Umkehrphasenchromatographie ist es jetzt gerade umgekehrt. Das heißt, wir haben auch hier erstmal ganz normales Kieselgel als Ausgangsstoff. Dann wird allerdings hier in einer chemischen Reaktion an diese polaren Reste eben unpolare Kohlenwasserstoffe angehängt. Da gibt es verschiedene lange. Sehr häufig hat man solche C18 Kohlenwasserstoffketten zum Beispiel, die man da nutzt. Und das Material wird also sozusagen unpolar gemacht, deswegen auch Umkehrphasenchromatographie. Sie können sich also folgendes Bild vorstellen. Wir haben hier eben dann das Kieselgel, die Matrix erstmal und dann da angehängt eben solche Kohlenwasserstoffgruppen. Hier zum Beispiel C18 Kohlenwasserstoffreste. So. Und die Analyte, die halten jetzt in diesem Fall bei der Umkehrphasenchromatographie über unpolare Wechselwirkungen, haften die an der stationären Phase. Wir haben also hier van der Waals Wechselwirkungen, großteils. Und es ist also genau das gegenteilige Bild wie vorher bei der Normalphasenchromatographie. Und wenn jetzt diese Moleküle, die mit ihren unpolaren Wechselwirkungen an der stationären Phase haften, wenn die weiter transportiert werden sollen, dann müssen hier van der Waals
Bindungen oder van der Waals-Kräfte überwunden werden. Und Sie können sich vorstellen, bei der Umkehrphasenchromatographie ist es jetzt eben so, dass man, dass die Elutionskraft steigt, wenn der unpolare Charakter des Lösungsmittels größer wird, weil nur unpolare Moleküle sind in der Lage, diese van der Waals-Kräfte hier aufzubrechen und eluierend zu wirken auf den Analyten. Das sind also die Verhältnisse gerade umgekehrt. Wir haben bei der Umkehrphasenchromatographie eine unpolare stationäre Phase und dazu hat man eine polare mobile Phase. Allerdings muss man das hier auch eben ganz genau fein einstellen. Wenn man eine komplett polare mobile Phase hätte, dann würde die überhaupt nicht eluierend wirken. Man muss die also so weit unpolar machen, diese mobile Phase, dass sie gerade noch so auch in der Lage ist, eben diese Stoffe weiter zu transportieren und individuelle Unterschiede zwischen den Analyten zur Geltung kommen. Sie muss also polarer sein als diese Kohlenwasserstoffreste hier, aber sie darf nicht zu polar sein. Ne? Man muss also wirklich, weil diese unpolaren Kräfte aufgebrochen werden müssen. Und das ist eben das Kennzeichen. Sie können also gerade noch aufschreiben, also bei der als Zusammenfassung bei der Umkehrphasenchromatographie. Wir haben also hier eine unpolare stationäre Phase. Das heißt, wir haben Kohlenwasserstoffreste unterschiedlicher Länge. Da sind einige üblich, das zum Beispiel gibt es C12, C18, gibt es C9 und so weiter. Das sind einige üblich. Und im Vergleich dazu eine polare mobile Phase. Häufig ist da Wasser eine der Hauptkomponenten. Aber wie gesagt, wenn Sie nur Wasser nehmen würden, dann hätte das überhaupt keine Elutionskraft, weil hier ist es eben gerade so, dass die Stoffe, die am unpolarsten sind, die größte Elutionskraft aufweisen. Sie sollten ja eine kleine deutsche sinngemäße Übersetzung aufschreiben. Ich habe das so stichwortartig auch gemacht. Was ich habe geschrieben, steht jetzt auch hier nochmal da. Reversed Phase, also Umkehrphasenchromatographie. Wir haben eine unpolare stationäre Phase und eine polare mobile Phase. Und unpolare bindende Wechselwirkungen, also van der Waals-Kräfte zwischen Analyten und stationärer Phase sind eben hier vorhanden. Und polare Analyte eluieren zuerst. Weil eben in diesem Bild ist es halt eben so, dass ein Stoff, der eben kaum solche Wechselwirkungen eingehen kann, der wird natürlich mit der mobilen Phase mitgetrieben. Und nur die Stoffe, die halt relativ starke van der Waals-Kräfte ausbilden können, mit der stationären Phase, können länger haften bleiben. Ja? Und je polarer eben ein solcher Analyt ist, desto früher erscheint er am Detektor. Also wie gesagt, polare Analyte eluieren zuerst. Durch Senkung der Polarität, das heißt Erhöhung des unpolaren Charakters, kann die Elutionskraft auf unpolare Moleküle erhöht werden. Und in der HPLC ist diese Methode die am weitesten verbreitete, die Umkehrphasenchromatographie. Bei der Dünnschichtchromatographie, da überwiegt meistens noch die Normalphasenchromatographie. Die ist auch deutlich kostengünstiger, weil Sie können sich vorstellen, das Kieselgel unpolar zu machen, das sind also ausgefeilte Reaktionen, die dafür notwendig sind. Und das macht man also bei der DC nicht so häufig wie bei der HPLC.